So, Arash, erzähl mal den Leuten, wer du bist. Mein Name ist Arash, ich bin 27 Jahre alt, wohne in Heidelberg und bin gebürtiger Armenier. Und wo bist du aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich in Heidelberg im Stadtteil Emmertsgrund. Ist eine sehr zur damaligen Zeit schwierige Gegend gewesen. Ich bin in einem ganz normalen Mehrfamilienhaus aufgewachsen, in einem kleinen, und hab ja meine Kindheit dort verbracht. Wie war dein Umfeld in deiner Kindheit? Also damals, ich bin ja geboren 1993, haben wir viel draußen verbracht, auf jeden Fall. Unter der Brücke war immer ein Spielplatz, von morgens bis abends, also waren wir draußen. Und ja, war eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Zu wem hast du dich hingezogen gefühlt in deiner Jugend? Kontaktperson oder Vertrauensperson, die du hattest? Also im Stadtteil Emmertsgrund in den 90er Jahren war halt viel, sage ich mal, die Migrationshintergrund hatten. Also ich denke mal so 70-30 Verhältnis. Und ja, ich habe mich jetzt nie so zu den Ausländern hingezogen gefühlt. Ich habe mir eher so den Kontakt zu den deutschen Mitmenschen gesucht. Natürlich kannte man sich halt, wenn es Ausländer waren, man hat geredet, man hat auch gespielt oder so, aber ich habe mich eher zu den Deutschen so hingezogen. Ich hatte auch dann zur damaligen Zeit so einen besten Freund, kann man sagen, der auch Deutscher war, und ja, war eigentlich sehr schön die Zeit. Und was hast du in deiner Jugend gemacht? Ja, wie gesagt, also wir waren immer unter Gruppen so, ja, also wir waren immer mehrere Leute. Wir haben alles Mögliche gemacht, also wir sind auf den Spielplatz oder Fußball gespielt sehr viel, unter der Brücke, wem das ein bekannter Ort ist, der weiß wahrscheinlich Bescheid. Und ja, also wir haben viel sportliche Aktivitäten gemacht und keine, ja, kriminellen Sachen. Wie war es mit der Kriminalität in deiner Jugend? Also mit der Kriminalität damals war schon ziemlich heftig so in der Zeit, in den 90, also Mitte 90er, Ende 90er. War schon heftig, was, ja, also es waren viele Streitigkeiten, Schlägereien und viel Drogenmissbrauch. Ja, ich habe mich aber da immer ferngehalten, weil ich das halt, ja, ich wurde halt nicht so erzogen und war auch nicht mein Ding. Ja, deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, so auch mich zu den Deutschen so hinzuziehen und mit Deutschen so zu verkehren, statt mit den Ausländern. War schon sehr hohe Kriminalität. Vermisst du es, dort zu leben? Also ich vermisse es auf einer Seite schon, dort zu leben, weil es waren halt immer, ja, sag ich mal, so bei jedem war die Tür offen, also man, es war immer gastfreundlich und ja, die Leute waren alle nett, aber mittlerweile ist auch die Gegend jetzt nicht mehr so dafür bekannt, dass es kriminell ist oder gewalttätig oder so. Jetzt sind andere Ecken in Heidelberg betroffen so. Aber ich vermisse es jetzt nicht, dort zu wohnen, weil es mich halt jetzt, ja, es zieht mich halt so ins Ländliche und es, ja, klar, wenn ich ab und zu mal hochfahre, jemand besucht, dann kommt alles hoch so, die Erinnerung, und freut sich. Aber ich will jetzt nicht nochmal sagen, ich will jetzt da unbedingt wohnen. Tja, und wie fühlst du dich heute? Ja,
wie fühle ich mich als Ausländer in Deutschland zu leben? Also ganz gut, weil ich, wie gesagt, auch streng erzogen worden bin so, und ich habe mich halt nie mit der Kriminalität oder Gewalttätigkeit auseinandergesetzt. Also ich wollte immer so als Deutscher so leben, also ich fühle mich auch so als Deutscher. Ich sage jetzt nicht, ich bin Armenier, ich bin gebürtiger Armenier, aber so sage ich, ich bin Deutscher. Für mich ist das klar, ich bin hier aufgewachsen komplett. Ich habe hier die deutsche Kultur gelernt, ich habe hier die deutsche Sprache gelernt, ich bin zur Schule gegangen, ich habe hier alles durchlaufen so, ich zahle meine Steuern, ich mache alles, was ein ganz normaler Deutscher auch macht. Und ja, deswegen fühle ich mich so als Deutscher. Und ja, klar ist es schwierig so, wenn man halt mit den Ausländern jetzt zu tun hat, und es ist immer eine andere Kultur, wo aufeinander trifft, und es ist immer so ein bisschen schwierig, da einen Weg zu finden, wo man sich versteht, aber ja, der Respekt bleibt und man respektiert sich gegenseitig, und so sollte das laufen. Also ich fühle mich wie ein Deutscher.